Ich möchte dir helfen, eine sichere und rentable Anlagestrategie zu entwickeln. Eine Anlagestrategie. Warum das so wichtig ist, erfährst du in der heutigen Folge. Bleib mal dran. Ja, mein Claim ist, ich möchte dir helfen, eine sichere und rentable Anlagestrategie zu entwickeln. Eine Anlagestrategie, das klingt schon so strategisch, das Wort Strategie beinhaltet einfach ein gewisses strategisches Vorgehen. Warum ist das so wichtig? Ganz einfach, Kapitalanlage ohne Plan ist schlichtweg planlos. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst. Man hat mal 10 Leute in der Wüste, flache Wüste ausgesetzt, hat ihnen die Augen verbunden und hat sie einfach laufen lassen. Hat gesagt, geh bitte so weit, wie du irgendwie kommst, in einer Stunde. Wir sammeln dich danach wieder ein, keine Angst, du kannst dich nicht verlaufen, wir sammeln dich danach wieder ein, aber bitte schau, dass du in einer Stunde kommst, so weit kommst, wie es irgendwie möglich ist, mit verbundenen Augen. Und dann hat man nach einer Stunde geschaut, wie weit sind die Leute gekommen, und ich weiß nicht genau, wie die Entfernung war, aber ich glaube, der Mensch, der am weitesten gekommen ist, war knappe 100 Meter von dem Ausgangspunkt entfernt. Was hat das jetzt mit Strategie zu tun? Ganz einfach, die Menschen hatten verbundene Augen, sie sind also planlos losgelaufen, haben sich mehr oder weniger im Kreis gedreht oder irgendwelche großen Kurven gedreht und sind überhaupt nicht von der Stelle gekommen, haben also von dem, was eigentlich möglich gewesen wäre an Zielerreichung, dass man da mal in einer Stunde 5-6 Kilometer auch zurücklegt, haben die gerade mal 100 Meter erreicht. Und genauso ist es eben auch, wenn du heute in eine Kapitalanlage startest, weil du deine Immobilie verkauft hast, weil du dein Unternehmen verkauft hast und sagst, ich möchte jetzt ganz, ganz schnell mein Kapital anlegen, damit es weg vom Girokonto ist, damit es weg von den Strafzinsen ist, damit die Inflation nicht weiter an dem Kapital nagt, und dann rennst du los und holst dir erst die erstbeste Kapitalanlage. Das bringt nichts, das ist der zweite Schritt. Wichtig ist, dass du den ersten Schritt vor dem zweiten Schritt machst. Und der erste Schritt, das ist einfach mal eine vernünftige Planung, dass du dir mal überlegst, was möchte ich eigentlich mit dem Kapital anfangen? Wozu soll das dienen? Ist es zum Beispiel für den Ruhestand, damit du einfach auch im Ruhestand, im Wohlfühlruhestand endest sozusagen und nicht im darbenden Ruhestand in Knappheit, weil das Geld zu eng wird? Also überleg dir mal, wofür möchtest du dein Geld anlegen? Möchtest du noch ein schönes Auto kaufen? Möchtest du tolle Urlaube machen? All das, wofür soll das Geld da sein? Und wenn du diese Gedanken, die du gemacht hast, dann kannst du eine Planung aufstellen. Dann kannst du sagen, okay, mein tolles Auto soll in 3 Jahren zur Verfügung stehen. Das heißt, ich brauche hier einfach eine Kapitalanlage mit einem 3-Jahres-Horizont. Da solltest du möglichst schwankungsarme Investitionen suchen. Dann der Ruhestand ist meinetwegen noch 15 Jahre entfernt. Und Ruhestand oder Kapitalanlage für den Ruhestand ist dadurch gekennzeichnet, dass du nicht auf einmal mit 60, 65 oder 70 auf einmal alles Geld benötigst, sondern du fängst an, deinen hohen Kapitalstock einfach stückchenweise abzufrühstücken. Du holst dir einfach jeden Monat ein bisschen was raus, um deine Rente aufzubessern auf einen Lebensstandard, mit dem du dich so richtig wohlfühlst. Also hast du eigentlich eine Anlagedauer, einen Anlagehorizont, 15 Jahre bis zur Rente und dann mit einem Großteil des Kapitals noch 20, 30 Jahre während dem Ruhestand. Also hast du eigentlich einen sehr, sehr langen Anlagehorizont und kannst dadurch ganz andere Schwankungen auch in Kauf nehmen, was ganz, ganz wichtig ist für die Wahl der Kapitalanlage. Und wenn du so Stück für Stück ganz genau überlegst, wofür möchte ich eigentlich mein Kapital anlegen, wofür soll es zur Verfügung stehen, wie viel Schwankung darf es haben, weil du einfach Zeit hast, bestimmte Schwankungen auszusitzen, in Abhängigkeit höherer Schwankungen gibt es auch immer höhere Renditen, dann kannst du ganz genau dir die Kapitalanlage aussuchen. Das heißt, dann drängt sich eigentlich die richtige Kapitalanlage schon fast auf. Mach bitte eines noch vorab. Wir verlinken das hier mal. Mach bitte einen Risikotest, den Test zu deiner persönlichen Risikotoleranz. Denn auch die persönliche Risikotoleranz spielt in der Kapitalanlageplanung eine ganz, ganz wichtige Rolle. Nämlich, du wirst dich nur immer mit deiner Kapitalanlage zu 100% wohlfühlen, wenn sie innerhalb deiner persönlichen Risikotoleranz ist. Wenn du Risiken eingehst, die außerhalb deiner persönlichen Risikotoleranz sind, dann fühlst du dich nicht mehr wohl. Und das muss unbedingt vermieden werden, weil in dem Moment, wo du nervös wirst, wo du dich nicht mehr wohlfühlst, machst du panikartige Fehlentscheidungen und die führen dazu, dass du
zwangsläufig auch Kapitalverluste einstecken müsstest. Das soll unbedingt vermieden werden. Deswegen mach mal diesen kostenlosen Test deiner persönlichen Risikotoleranz. Und wir helfen dir gerne auch bei der Auswertung dabei. Komm da gerne mal auf uns zu. Kontaktdaten findest du rund um diese Folge. Wir werten diesen Test aus, besprechen ihn ganz ausführlich mit dir und dann können wir auch mal gucken, wie oder ob wir dir tatsächlich helfen können. Das funktioniert immer mit einem sogenannten kostenlosen Erstgespräch, wo wir uns mal deine Situation ganz, ganz detailliert anhören, deine Herausforderungen feststellen und einfach mal überlegen, wie können wir dir hier helfen. Und dann können wir sehen, macht es Sinn, einfach nur eine Kapitalanlage zu wählen? In den seltensten Fällen ist das der Fall. Oder macht es Sinn, vorab mal eine solide strategische Anlageplanung, eine finanzielle Lebensplanung, wie ich dazu sage, durchzuführen? Wenn du mehr zum Thema finanzielle Lebensplanung erfahren möchtest, abonniere mal den Kanal, wenn du es nicht eh schon getan hast. Hier erfährst du regelmäßig ein- bis zweimal die Woche neue Folgen zum Thema finanzielle Lebensplanung und alles, was sich um dieses Thema dreht. Ich freue mich, dass du hier unser Hörer, unser Zuschauer bist und freue mich, wenn du dich abonnierst und wir öfter noch das Vergnügen haben. In diesem Sinne, alles Gute.